Schluss jetzt! Sie haben für Ihr Geld genug gesehen. Einen Augenblick noch. Der einzige Fehler ist, dass sie nicht mehr idealisch, nicht mehr dekultiert ist. Dennoch, noch heute muss die Statue mir gehören. Ich höre Schritte. Ich habe einen herrlichen Platz für sie in meinem Garten. Pygmalion kommt! Mitten unter Rosen, Gelilien und Schlingpflanzen. Pygmalion kehrt in sein Atelier zurück. Sogleich erkennt er die Lage. Dass sich ein Fremder seiner Galatee zu nähern wagt, kann er nicht zulassen. Pygmalion stürzt wutentbrannt auf Mydas und Ganymed zu.